Hallo Leute, herzlich willkommen bei Gran Turismo Sport, dem Nations Cup. Es geht weiter, Runde 20. Wir sind hier in dem Kyoto Driving Park Yamagiwa. Ich weiß gar nicht, ist Yamagiwa eine Stadt? Habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, klingt auf jeden Fall japanisch. Ja, 10 Runden fahren wir hier insgesamt mit den N500-Fahrzeugen. Ich bin hier leider nur auf 19. Hatte im freien Training eine sehr gute Zeit. Im Qualifying habe ich es einfach nicht auf den Punkt gebracht, beziehungsweise ist da mein Auto einfach wieder mehr gerutscht. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass die Verhältnisse da einfach anders sind im Qualifying zu freiem Training oder Rennen. Naja, schauen wir mal, was passiert. GT Sport, Sprechprobe, der Nations Cup geht weiter, Runde 20 in Kyoto, Yamagiwa, insgesamt 20 Fahrzeuge, ich weiß es, weil ich zweitletzter bin, in der Regel sind es ja immer 20 Fahrzeuge, aber ja, schauen wir mal auf die Startaufstellung, auf der 1 ein Franzose im KTM X-Bow, die hier sehr oft vertreten sind, auf der 2 ein Franzose im Porsche 911 GT3 RS, auf der 3 ein deutscher Fahrer, ebenfalls im Porsche, selbes Modell. Auf der 4 haben wir einen Engländer im Mazda Atenza. Auf der 5 haben wir einen Deutschen, ebenfalls im Porsche RS. Auf der 6 einen deutschen Fahrer im Subaru BRX. Auf der 7 ein deutscher Fahrer im Porsche RS. Auf der 8 ein Franzose, ebenfalls im Porsche RS. Ich wundere mich nur, warum ich so weit hinten stehe im Porsche. Auf der 9 ein Engländer im Subaru BRX. Und auf der 10 ein deutscher Fahrer im Mitsubishi Lancer Evo. Und auf der 11 ein Engländer im KTM X-Bow. Auf der 12 ein Finne im Peugeot RCZ. Auf der 13 ein Engländer im Ferrari F40. Auf der 14 ein deutscher Fahrer im Mitsubishi Lancer Evo. Und auf der 15 ein deutscher Fahrer in einem weiteren KTM X-Bow. Auf der 16 nochmal ein deutscher Fahrer im KTM. Auf der 17 ein Franzose im Peugeot RCZ. Auf der 18 ein Luxemburger im KTM. Auf der 19 meine Wenigkeit im Porsche RS. Ja, und dann haben wir noch Platz 20, ein Spanier im McLaren. Ja, mich wundert es echt, dass die anderen Porsche alle so weit vorne stehen. Also es ist auf jeden Fall ein Auto, mit dem man hier schnell sein kann. Ich habe es nicht hinbekommen. Komisch, wundert mich, aber ja, wie gesagt, die Strecke ist nicht schlecht, die gefällt mir eigentlich sehr gut. Nur mit den N500-Fahrzeugen, naja. Aber schauen wir mal, wo ich nachher am Ende rauskomme. Das Gute ist, mir kann nur einer von hinten reinfahren. Und ansonsten geht es eigentlich nur Attacke nach vorne. Und los geht's. Oh, erste Kurve. Geht's ja schon wieder heiß her in den ersten Kurven. Oh! Sorry an dieser Stelle. Oh! Ja, für den KTM tut es mir leid, für den KTM-Fahrer. Ich bin dem einfach hinten in den Kofferraum gefahren. Konnte da nicht mehr ausweichen. Thank you.
Da ist man auf den letzten Plätzen und muss da trotzdem kämpfen wie ein Wahnsinniger. Wieder sehr viel Sportsgeist hier heute unterwegs. Ja, der ist abgeflogen. Ja, jetzt gucke ich hier auf dem 18. Platz rum. Da vorne hat es ein paar Strafen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die werden hier abgebremst, ja. Ja, zumindest einen konnte ich überholen, den vielleicht auch noch, wird aber eng. Ja, zumindest habe ich mal noch ein bisschen zum Feld aufgeschlossen. Aber die erste Runde war schon ein bisschen seltsam. Konnte ich froh sein, dass da eine Leitplanke war und kein Kiesbett, sonst hätte ich nämlich den totalen Abflug gemacht. Jetzt nur interessiert, ob der Fahrer mit dem KTM, ist er mehr mit Absicht reingefahren, so als Retourkutsche, oder war es einfach versehentlich? Fast spät angebremst. Oh, was ist denn mit den Bremsen? Das ist halt auch so eine Sache. An Rennwagen sind die Bremsen definitiv besser. Ja, das waren die ersten zwei Runden. Die zweite war jetzt schon etwas ruhiger wie die erste. Wir kommen jetzt in Runde 3. Wie gesagt, mein Rennen des Jahres wird es definitiv nicht. Das habe ich schon mit Qualifying gemerkt. Oh no! Das war jetzt aber auf der letzten Rille hier über die Curbs gefahren. Ja, mein Ziel ist natürlich aufzuholen, aber die fahren mir irgendwie alle davon. Hinter mir klebt wieder so ein blöder KTM. Ich hasse die Kisten auf den Tod. Also ich fahre die auch nicht gerne, sonst hätte ich mir den vielleicht auch noch ausgesucht, aber ich komme mit der Karre nicht klar. Reinfahren, mein Gott. Und dann schafft das nicht mal, mich zu überholen. Auch ein deutscher Fahrer, was soll das? Landsmann hier. Gelbe Flagge. Auf Start und Ziel, ist ja komisch. Ja, da ist einer ziemlich langsam, beziehungsweise ausgegraut. Oh. 5 Sekunden! Ja, mein Fehler, ich habe nicht in den Rückspiegel geguckt. 5 Sekunden. Dann bin ich dann auch Letzter, ja.
echt super. Läuft in diesem Rennen, ja. Also 5 Sekunden ist ja schon heftig. Das war ja keine Absicht. Aber das Spiel weiß es ja nicht. Gut, ich habe den Radar ja an. Ich hätte nur drauf gucken müssen, aber ich dachte, ich komme an meinem Vordermann einfach vorbei. Oder könnte rechts vorbeifahren, aber der hat so einen leichten Zug nach rechts gemacht. Da dachte ich, jetzt ziehe ich nur ganz schnell links vorbei. Ja, da kam dann der KTM. War schon mein Fehler, keine Frage. 5 Sekunden ist schon heftig, also mein Rennen ist dann ja definitiv gelaufen. Und dann bin ich Letzter. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, ja. Aber ich glaube, der rote Fahrer, der vor mir war, ich glaube, der hat auch eine Strafe bekommen. Ich muss gerade mal schnell gucken. Ja, der hat 3 Sekunden bekommen, super. Ich glaube, da die Runde eh versaut ist, fahre ich dann gleich mal zur Box. Ja, ist das einzig Sinnvolle. Sorry, Leute. Vielleicht habe ich so dann noch einen kleinen Vorteil, aber ich vermute mal stark, dass das Rennen gelaufen ist. Jetzt werde ich ja wohl vor 6 Runden hier Benzin reinbekommen. Oh, ich glaub's ja nicht. Es reicht noch nicht mal der Sprit bis zum Ende. Also wahrscheinlich. Das ist natürlich jetzt blöd. Klar, normalerweise wäre ich erst nach dieser Runde reingekommen. Aber jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt 18 Sekunden Rückstand. So schnell fährt mir keiner mehr rein. Höchstens, wenn ich überrundet werde, aber daran will ich jetzt mal noch nicht denken. Zweitplatzierte kommt jetzt zur Box. Es sind 2 Deutsche vorne in der Führungsgruppe dabei. Führend ist ein Franzose. Ja, so eine satte Punkteausbeute wie im letzten Nations Cup Rennen wird es hier heute definitiv nicht. So, jetzt ist mal eine ganze Latte vor mir in der Box, aber mal sehen. Kommen jetzt hier alle vor mir raus. Naja, immerhin bin ich jetzt 18. Statt 20. Ich schaff's nicht ranzukommen. Das ist unglaublich.
Mein klar, Startplatz 19, dass ich da nicht aufs Podium fahre, ist auch klar. Da hätte beim Start schon viel passieren müssen, aber... Letzter will ich dann auch nicht werden, wenn es irgendwie geht. Kommt mein roter Freund da wieder. Der 16. kommt zur Box. Mal sehen, ob ich an dem vorbeikomme. Ah nein, da kommt er wieder raus. Fahrer aus Luxemburg. Was war das jetzt von der Aktion? Man nimmt seine Reifen noch nicht auf Temperatur. Der hat nämlich jetzt gerade einen Abflug gemacht. Ja, Runde 7, ich bin 17. im Moment. Mal sehen, ob ich noch den einen oder anderen Platz gut machen kann in diesem wundervollen Rennen. Deutsche auf Platz 2 zur Box, sehe ich gerade. Hat es lang ausgehalten auf den Reifen. Ja, über 4 Sekunden Rückstand auf meinen Vordermann. Vor mir sind übrigens 2 Deutsche. Aber schwierig da ranzukommen. Ich sehe ihn zum Glück mal wieder, den 16. Bringt mir aber auch nichts. Aber ich habe nur noch 2,6 Sekunden Rückstand, sehe ich gerade. Auch interessant. Ein bisschen spät angebremst da in der Haarnadel. War nicht ideal. Macht da keiner mehr Fehler, keine gelben Flaggen, nix. Ja, das Feld hat sich jetzt halt dementsprechend auseinandergezogen. Führt jeder sein Ding. Naja, jetzt habe ich wieder meine 4 Sekunden Rückstand. Runde 9. Bin gerade noch meine schnellste Rennrunde gefahren.
Hintermann schließt ein bisschen näher auf. So, diesmal bremse ich rechtzeitig an. Oh shit, mein Tank ist schon auf Reserve. Ja, ist halt einfach Benzin für eine Runde zu wenig. Oh. Du bist ja ein Vollpfosten, wirklich. Das musste jetzt sein, oder? Hat auch nicht mal eine Strafe bekommen. Der hat mich doch da als eiskalt abgeräumt. Naja. Mein Tank ist jetzt sowieso gleich leer, unglaublich. Ja, was soll ich sagen? In einem Rennen hat es das eine zum anderen geführt. So, Tank leer. Also das ist mir im ganzen Nations Cup noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert. Zumindest in keinem Online-Rennen, Leute. Ja, hätte ich mal früher auf die Tankuhr geguckt, dann hätte ich nämlich gesehen, dass ich in der vierten Runde noch nicht reinkommen darf zum Tanken. Aber ich dachte, das wäre taktisch klug, praktisch, geschickt, weil ich ja die 5 Sekunden bekommen habe. Aber wie man sieht, unkluge Entscheidung. Jetzt läuft das Fahrzeug hier auf sowas wie ein, keine Ahnung, Notlaufprogramm oder sowas. 80 km/h kann ich jetzt hier noch gurken. Die letzten 30 Sekunden. Unglaublich. Das Rennen hat sich weder gelohnt zum Fahren, noch für euch zum Anschauen wahrscheinlich, aber es ist wieder höchst interessant, was in so einem Online-Rennen abgehen kann. Jetzt mal abgesehen von der Panne hier. Unglaublich. So habe ich ein Rennen jetzt noch nie zu Ende gefahren. Kann man dann nur für exakt 5 Runden Volltank. Wahnsinn. Unfassbar. Letzter. 0 Punkte, so wie es aussieht. Ja. Eine glatte Nullrunde. Tja. Kann man machen, nichts. Es kommen noch ein paar Runden im Nations Cup. Von dem her. Ist das leider so, muss man so hinnehmen. Bringt auch nichts, sich da irgendwie den Kopf zu machen. Ja, ich gucke wie immer ganz kurz in die Punkte, aber die sind unverändert. 490, beziehungsweise noch ganz kurz in den Zeitplan, was wir als nächstes fahren. Denn wir haben 20 Runden fertig, das heißt 2/4 der Gesamtrunden hier der Veranstaltung sind durch. Im Vergleich zu letztem Mal haben sie hier auch jetzt dann aktualisiert. Es geht weiter nächsten Samstag. Also am Mittwoch kommt kein Rennen, kein Video, beziehungsweise am Donnerstag. Es geht hier also erst am Samstag weiter. Nächstes Wochenende, genau. Video wird dann am Sonntagmorgen online sein. Falls ihr das gerne gucken möchtet. Natürlich. Ja. Leute, es gibt noch eine kleine Information für die kommenden Nations Cup Rennen. Es wird also so sein, dass ich mich hauptsächlich oder verstärkt auf die Manufacturer Series konzentrieren will. Da ein bisschen mehr Zeit in Üben und ja, einfach probieren, trainieren, investieren will. Darum werde ich künftig Nations Cup nur noch ausgewählte Rennen fahren. Also ein Rennen wie jetzt heute, das hätte ich mit Sicherheit ausgelassen. Ich habe aber vor, die Nations Cup Rennen, die ich fahre,
eventuell auch mit Qualifying zu machen. Könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Die Videos sind dadurch halt deutlich länger. So sind sie schön kompakt mit 25 Minuten bis 30 maximal. Mit Qualifying ist es dann ja, nahezu 40, 45 Minuten. Qualifying werde ich auch immer nur bedingt kommentieren, weil ich mich da einfach nur strikt konzentrieren will. So sieht mal der künftige Plan aus, aber selbst wenn mal Manufacturer Series oder Nations Cup gar keine Termine sein sollten, das gibt es ja auch immer wieder, werde ich trotzdem wöchentlich Gran Turismo Sport Videos hochladen. Es gibt ja auch hier noch die täglichen Rennen, kann ich ja mal kurz hier reinschauen, wo ja jede Woche drei neue Rennen kommen. Vielleicht werde ich auch da das eine oder andere dann eben aufnehmen und hochladen. Mal sehen, wird auf jeden Fall abwechslungsreicher. Und wie gesagt, ich möchte in der Manufacturer Series einfach weiterkommen. Da fährt man einfach mit Gruppe 3 und 4 Fahrzeugen und kann sich da einfach immer auf zwei Fahrzeuge einschießen. Und wenn ihr mal seht hier im Nations Cup, da ist es einfach so, dass man ja quasi in jedem Rennen ein anderes Auto hat oder haben kann. Und es sind halt die verschiedensten Klassen, Gruppe 2, Gruppe 3, N300, Gruppe 4, Gruppe 1. Ja, und dann sind halt auch wieder, was war denn letztens, das war auch irgendwie so eine, mit so Gurken muss man da rumfahren, ich glaube das war das hier, N500, ne hier N300 war es. Ja, das sind Rennen, die ich einfach gerne auslassen würde. Ja, das noch als Information dazu, wie gesagt, es geht auf jeden Fall weiter hier mit Gran Turismo Sport auf meinem Kanal, gar keine Frage. Wenn euch das Video trotz meiner Nullrunde gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen netten Kommentar, wenn ihr möchtet, oder abonniert meinen Kanal. Bis dahin, Leute, viel Spaß beim Zocken, macht's gut, ciao, ciao.